Herzlich willkommen hier in Saarbrücken und ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserem traditionellen politischen Aschermittwoch mit Heringsessen. Ich hoffe, dass wir einen angenehmen Abend hier haben werden. Rechtsanwalt Peter Richter ist erstens der Anwalt, der dafür gesorgt hat, dass es unsere Partei heute überhaupt noch gibt. Und Peter Richter, ja, hat in Karlsruhe die Auseinandersetzung mit dem früheren Ministerpräsidenten des Saarlandes, Peter Müller, nicht gescheut und mit Werf und mit juristischem Sachverstand klargemacht, dass es nicht geht, nicht durchsetzbar ist, die Nationaldemokratische Partei Deutschlands zu verbieten. Ich bin überzeugt, wären wir mit anderen Anwälten dort aufgetreten, wäre das wahrscheinlich ganz schön schiefgelaufen in Karlsruhe. Was wir auch an manchen Verhandlungstagen teilweise gemerkt haben, wo die Richtung zum Teil hinging. Peter Richter ist Mitglied der Regionalversammlung hier in Saarbrücken, Saarbrücker Schloss, und hat dort auch juristisch mit durchgesetzt, dass die NPD wir im Saarbrücker Schloss tagen konnten. Aber unabhängig davon sind wir hier in Saarbrücken durchaus politisch präsent. Und auch Peter Müller erklärte im Bundesverfassungsgericht als Berichterstatter von der Bühne aus der Präsidentin des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern, als sie sagte, man hätte da ja Angst und so weiter. Er sagte, die NPD sei im Saarland nicht völlig unbedeutend. Aber er hätte da noch niemand getroffen, der vor Peter Marx Angst hätte. Immerhin war das eine Geschichte, die da auch lustig war. Aber jetzt hat Peter Richter das Wort. Unser Anwalt, unser Vertreter der NPD. Bitte sehr, Peter. Vielen Dank, lieber Peter. Ich begrüße auch alle Anwesenden ganz herzlich, alle Kameraden, Kameradinnen und etwaige Vertreter des dritten Geschlechts, falls davon welche unter uns sein sollten. Ich würde gerne mal einen kennenlernen, ich habe noch keinen getroffen, aber wenn das Bundesverfassungsgericht sowas feststellt und da den Gesetzgeber zum Handeln auffordert, dann scheint es sowas ja zu geben. Wir begehen heute wieder einmal, wie immer alljährlich, unseren politischen Aschermittwoch hier in Saarbrücken an der Saar. Und es ist wirklich seit Jahren, also seit ich hier in der Partei dabei bin, immer schon Tradition gewesen, den zu begehen. Bei anderen Parteien sieht das anders aus. Ich habe mir jetzt neulich sagen lassen, dass eine andere Partei irgendwie einen blauen Montag oder irgendwas veranstaltet. Was das soll, keine Ahnung. Ich glaube, letztes Jahr haben sie irgendwie auch einen Aschersamstag oder so veranstaltet. Also gut, was das soll, erschließt sich mir jetzt nicht. Aber gut, ist mal auch mal was anderes. Jedenfalls hier bei uns gilt das Motto, Tradition schlägt jeden Trend. Und deswegen feiern wir jedes Jahr unseren Aschermittwoch, wie es gehört, eben halt auch am Aschermittwoch. Und ich weiß noch, wenn ich mich recht entsinne, sind es, glaube ich, jetzt ziemlich genau 10 Jahre her, wo Udo Pasteurs seine legendäre Aschermittwochsrede in Schafbrücke gehalten hat. Eine Rede, die er dann nachher bei, nicht nur bei Extra 3, sondern auch dann beim ZDF und dann schließlich auch beim Amtsgericht Saarbrücken gelandet ist. Ja, die hat mich dann auch ein paar Jährchen dann verfolgt. Ich weiß noch, damals nach der Rede, ja, es war schon sehr interessant damals und auch die Aufarbeitung später. Ich habe zwar bis heute nicht verstanden, was da strafbar war, aber gut, egal. Also wie man sieht, bei der NPD ist immer was los.
vor allem am Aschermittwoch. Und so soll es eben dann auch heute sein. Wir werden mal einen kleinen Rundumschlag machen auf alles, was uns politisch so aufregt. Nur ich werde mich bemühen, dass dann meine Rede hinterher nicht vor dem Saarbrücker Kadi landet. Aschermittwoch ist ja bekanntlich das Ende der Fasnacht, das Ende des Karnevals. Gut, wenn man das Fernsehen anmacht und sich die Bundestagsdebatten anschaut, möchte man meinen, wir hätten das ganze Jahr Karneval. Aber gut. Jedenfalls, wenn man das letzte Jahr, man sieht ja auch, dass unsere Politiker ja auch nicht immer im Bundestag in der Bütt stehen, sondern eben manchmal, da verkleiden sie sich ja auch und treten dann auch auf Karnevalsveranstaltungen auf. Und das haben wir ja neulich bei der Frau AKK gesehen, die ja, wie man jetzt wieder behauptet, angeblich da voll ins Fettnäpfchen getreten wäre. Ich habe die ganze Aufregung nicht so ganz nachvollziehen können. Sie hat sich ja einfach hingestellt, hat halt einen Witz gemacht und hat gesagt, ah ja, hier mit dem dritten Geschlecht und so. Und das ist halt so für die, die irgendwie nicht wissen, wo sie hingehören und ob sie jetzt stehen, pinkeln oder im Sitzen oder wie auch immer. Und da gibt es halt ja neuerdings eine dritte Toilette und so. Und da hat sie halt ein Späßle drüber gemacht. Und natürlich ging es dann direkt wieder los, unerträglich, Diskriminierung und Minderheiten werden hier wieder verhöhnt und ich weiß auch nicht, gut, irgendwas geleugnet hat sie, glaube ich, nicht, aber auf jeden Fall war halt wieder was hier von wegen Minderheiten, die wieder in ihren Rechten verletzt werden und was auch immer. Also da muss ich wirklich sagen, man ist in diesem Staat ja viel gewöhnt. Und man ist ja auch gewöhnt, wenn man für das eigene Volk das Wort ergreift, wenn man Missstände anprangert, wenn man sagt, irgendwann ist mo gut, das kann jetzt wirklich nicht sein. Wieso ist jeder damit einverstanden, dass er abends seine Haustür zusperrt, aber die Grenzen stehen sperrangelweit offen? Da wird man ja wohl noch kritisieren dürfen, dass die Frau Merkel die Grenzen da geöffnet hat. Da geht es immer schon los, da kommt schon der ganze Gutmenschen-Terror und die Sprachpolizei. Aber dass man jetzt wirklich schon an der Fasnacht sich wirklich über jeden Mist künstlich echauffiert und das Verrückte auch noch, man hat es ja erst gar nicht gemerkt. Soweit ich das gehört habe, hat die Frau AKK den Witz in der St. Ingbert der Stadthalle schon ein paar Tage vorher gebracht. Da ist es niemandem aufgefallen. Vielleicht gibt es in St. Ingbert auch niemanden im dritten Geschlecht, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie weit das verbreitet ist. Nur jedenfalls, da hat sich niemand drüber aufgeregt. Dann, als er dann die entsprechende Rede gehalten hat, die man auch im Fernsehen gesehen hat, die Fasnachtsrede da, da war dann auch erst ein paar Tage später der Aufstand, weil natürlich auch die Leute da gehockt haben, die haben drüber gelacht, weil es wirklich lustig war, bis natürlich wieder irgendwelche Sittenwächter irgendwo wach geworden sind und gesagt haben, Moment, da war doch was. Genau, jetzt haben wir es gemerkt. Jetzt haben wir es festgestellt, dass hier Minderheiten verhöhnt worden sind. Vor nur drei Tagen kann man so ruhig mal aufhalten. So, und da muss man sich entsprechend drüber künstlich echauffieren. Und stellt dann fest, das geht ja gar nicht. Also, liebe Freunde, also da muss ich ganz klar sagen, da haben wir bei der NPD, glaube ich, wirklich Konsens in der Beziehung. Wir lassen uns von der links-grün versifften Sprachpolizei nicht vorschreiben, was wir sagen dürfen, was wir denken dürfen und schon gar nicht, über wen wir an Fasnacht Witze machen dürfen, liebe Freunde. Speziell an dieser Fasnacht hier ging der Irrsinn aber noch munter weiter. Da hat man ja nicht nur die Frau AKK, über die man sich künstlich aufgeregt hat, da haben wir sogar jetzt schon Vorgaben in den Kindergärten, welche Kostüme nicht erwünscht sind an der Fasnacht. Und zwar haben wir hier aktuellen Artikel der Welt, die also schreibt, Kita erklärt Indianerkostüme zu Fasching für unerwünscht. Und das muss man sich mal überlegen, wie das begründet wird. Also wir haben eigentlich Aschermittwoch, da ist eigentlich alles vorbei. Und wenn man sich so Quatsch durchliest, möchte man wirklich meinen, die Fasnacht geht das ganze Jahr über. Also Zitat, wir achten im Kita-Alltag sehr auf eine kultursensible, diskriminierungsfreie und vorurteilsbewusste Erziehung. Und das solle sich auch an Faschingstagen nicht ändern, hieß es. Deshalb bat sie, also da die Leitung der Kita, bat sie um Verkleidungen, die keine Stereotype wie Geschlecht, Hautfarbe und Kultur bedienen. Und dann beziehen sie sich auf irgendeine Broschüre, die das also ihrerseits schon gefordert hätte. Und da heißt dann dort, die Autoren der Broschüre schlagen weiter vor, dass Mädchen doch auch als Piratinnen gehen könnten und Jungen als Meerjungmänner.
warum dem Superheldenkostüm nicht einen Glitzerumhang basteln? Also... So mancher Pirat riecht sich heute an. Ja, ganz genau. Also, da muss man sich... Also, das Schlimme ist, das meinen die wirklich ernst. Wenn das jetzt Realsatire von Extra 3 wäre, da von der Heute-Show, würde ich sagen, gut, da war nicht mal wirklich jemand kreativ. Das ist wirklich lustig, nur der Schwachsinn ist real. Und das ist wirklich ein Problem, was wir in diesem Land haben, dass wirklich auf der nach oben offenen Schwachsinnskala keine Grenzen mehr gesetzt sind. Das geht ja auch in anderen Bereichen so weiter. Jetzt hat man neulich wieder ständig in Nachrichten gesehen, ja, freitags streiken jetzt die Schüler für den Klimaschutz. Gehen nicht mehr in die Schule, stellen sich jetzt irgendwo hin und sagen, wir wollen hier jetzt, dass der Klimawandel aufhört. Es muss jetzt mal was passieren. Hier muss CO2, das muss jetzt alles weg. So. Der ein oder andere, selbst der etablierten Politiker, hat vorsichtig angemerkt, dass der Schuleschwänzen noch niemand das Klima gerettet hat. Ist auch völlig richtig. Und wenn die Galionsfigur dieser streikenden Schüler, die Frau Greta Humbug oder wie sie heißt, wenn die Schulen nicht schwänzen würde, sondern vielleicht auch mal den Physikunterricht besuchen würde, würde sie zum Beispiel auch wissen, dass dadurch, dass Eisschollen am Nordpol, die im Wasser schwimmen, dass wenn die schmelzen, der Meeresspiegel eben nicht steigt. Das ist natürlich trotzdem schlecht, wenn das schmilzt, das ist alles richtig. Und dass der Mensch die Umwelt verschmutzt, ist auch richtig. Und dass das abgestellt werden muss, ist wiederum richtig. Nur, das ist ein sehr komplexes Problem, das man mit entsprechenden Maßnahmen an verschiedensten Stellen auf verschiedensten Ebenen lösen muss. Und das löse ich eben halt nicht, indem sich die Kinder auf die Straße stellen und sagen, ich gehe jetzt nicht mehr in die Schule. Also so ein Schwachsinn, ernsthaft hier als Auseinandersetzung mit dem Klimaproblem verkaufen zu wollen, das ist wirklich schon wieder eine Art der Infantilisierung unserer Gesellschaft, wie man sie sich eigentlich nicht vorgestellt hätte. Aber das wird auch noch für gut befunden. Die Kanzlerin stellt sich hin und sagt, das ist ja toll, wenn hier Jugendliche sich entsprechend hier fürs Klima einsetzen. Ja klar ist das gut, wenn sie sich fürs Klima einsetzen. Aber doch bitte mit angemessenen Mitteln. Ich meine, ich hätte ja damals auch, als ich in der Schule war, vielleicht auch sagen können, so, ich streike jetzt mal gegen Überfremdung. Ich gehe jetzt nicht mehr in die Schule. Ich stell mich jeden Freitag vor den Deutschen Bundestag und sage, ich gehe jetzt nicht mehr in die Schule, bis die Überfremdung hier aufhört. Da hätte man mich bestenfalls einen Schulverweis erteilt und schlimmstenfalls mich vielleicht mal auf meinen Geisteszustand untersuchen lassen. Aber wenn das bei entsprechend anderen Leuten gemacht wird, dann ist das scheinbar völlig in Ordnung. Aber dass wir uns da auch nicht falsch verstehen. Selbstverständlich vertritt die NPD von Anfang an die Devise, Umweltschutz ist Heimatschutz. Umweltschutz ist ja völlig richtig. Da will ich ja gar nicht gegen argumentieren. Nur die Art und Weise der Mittel, die heutzutage zur Anwendung gebracht werden, ist einfach nur absurd. Vor allem, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Hauptbeklatscher der Frau Humbug, nämlich die Grünen, selber, wenn es um Klimaschutz geht, es auch nicht immer so genau nehmen. Da konnte man auch über die Weihnachtstage so schöne Twitter-Meldungen vom Herrn Özdemir sich anschauen, der dann gepostet hat, hier, super, klasse, Bild in den Anden, wie er da rumspaziert und da Wanderung macht, keine Ahnung. Ja, ist er da zu Fuß hingetappt oder geschwommen oder was? Im Segelboot drüber gefahren oder so. Also gerade die Grünen, die bei jeder Gelegenheit den Dieselfahrern das Leben schwer machen und sagen, ich bin schuld am Klimawandel, weil ich jetzt mit Diesel morgens auf die Arbeit fahre, weil die Bahn gerade wieder Verspätung hat oder ausfällt. Ich bin dann fürs Klima verantwortlich, beziehungsweise für den Klimawandel. Nur wenn die Grünen im Flieger in die Anden fahren und dort gemütlich spazieren gehen, das ist völlig in Ordnung. Dann noch entsprechend noch schön mit Einweggeschirr aus Plastik und so. Wunderbar, herrlich. Das nennt man politische Glaubwürdigkeit, liebe Freunde. Da kann man wirklich nur sagen, pfui Teufel, das ist eine unerträgliche Doppelmoral. Und wenn man wirklich das Klima schützen will, dann soll man mal anfangen, eben unnötige Flugreisen zu unterlassen. Dann soll man eben mal an den Stellen anfangen, wo man wirklich was verändern kann. Aber hier sich einfach nur hinzustellen und Schule zu schwänzen, also das ist schlichtweg grober Unfug.
Und da muss man als NPD ganz klar sagen, also so berechtigt das Anliegen des Klimaschutzes auch ist, aber diese Mittel, das ist wirklich nur noch Quatsch, liebe Freunde. Zum Thema Quatsch in der Politik könnte man natürlich ein abendfüllendes Programm machen, wird man morgen noch da sitzen, deswegen müssen wir uns auf den größten Quatsch beschränken. Aber da sind wir direkt beim nächsten Thema schon, und zwar, das ist jetzt eine Sache, die ich auch bei mir auf meinem Schreibtisch liegen habe, und zwar hat man ja in Brandenburg jetzt die glorreiche Idee gehabt, da ab sofort ein Paritätsgesetz zu beschließen, dass also jetzt ab sofort bei Landtagswahlen die Wahlvorschläge immer geschlechterparitätisch aufgestellt werden müssen. Muss also dann Listenplatz 1, entweder Mann oder Frau. Und je nachdem, wenn es ein Mann ist, dann muss ab sofort halt immer dann Platz 2 Frau kommen, eben immer so im Wechsel. Ja, sicher, klar. Das hatten ursprünglich die Grünen vorgeschlagen, die in Brandenburg in der Opposition sind. Jetzt haben sich natürlich SPD und Linke nicht lumpen lassen, haben gesagt, alles super, das ist so genau der Quatsch, auf den hätten wir auch selber kommen können. Deswegen beschließen wir das mal gleich, machen uns das zu eigen, bauen das ein bisschen um, weil was die Grünen vorgeschlagen hatten, das war also völliger Schwachsinn. Und sie haben uns jetzt gedacht, gut, dann tun wir den Schwachsinn ein bisschen reduzieren, dann ist es vielleicht auch mehrheitsfähig bei uns und verkaufen das dann eben als großen Fortschritt für die Demokratie. So nach 100 Jahren Frauenwahlrecht und so brauchen wir jetzt halt auch die Frauenquote bei den Wahlvorschlägen. Und man hat dann gesagt, ah ja, das ist ja nur recht und billig, denn das Parlament muss ja eine Spiegelung sein der entsprechenden Anteile in der Bevölkerung. Wenn ich jetzt ungefähr 50% Frauen in der Bevölkerung habe, brauche ich auch 50% Frauen im Parlament. Das ist ein sehr interessantes Demokratieverständnis. Das ist eigentlich ständestaatliches Denken, so wie man es vor ein paar hundert Jahren hatte, dass man sagt, ja, der Adel hat hier seine Leute und der Klerus und ebenso das gemeine Volk. Und dann wird halt nach Ständen abgestimmt und fertig. Also das ist scheinbar das, was man sich neuerdings vorstellt. Der einzelne Abgeordnete ist nicht mehr Vertreter des ganzen Volkes, der ist Vertreter seines Geschlechts. So. Aber jetzt wird es natürlich auch wieder kompliziert. Denn wenn man schon mit so einem Quatsch anfängt, muss man den auch konsequent weiterdenken. Und wenn man das hier macht, kommt man zu interessanten Schlussfolgerungen. Denn die nächste Frage ist ja wiederum, was ist denn jetzt eigentlich im dritten Geschlecht? Das ist ja ganz wichtig. Das darf man nicht vergessen. Sonst werden ja Gefühle verletzt. Das wollen wir ja nicht. Das heißt also, wir müssen prüfen, was machen wir damit. Und da hat man jetzt einfach gesagt, gut, die können ja kandidieren, wo sie wollen. Sag ich jetzt, Moment, entweder bin ich konsequent, wie Heinz Becker, ich bin bestimmt nicht tolerant. Nee. So, wenn ich konsequent bin, dann muss ich auch sagen, Moment, wie viele vom dritten Geschlecht habe ich denn in der Bevölkerung? Und dann brauche ich auch genau so viel Prozent von denen im Parlament. Und jeweils auch auf der entsprechenden Liste der Parteien. Weil sonst werden die ja diskriminiert. So. Ja. Hat der Gesetzentwurf nicht ganz zu Ende gedacht, ist halt so. Dann das Nächste. Diese neue Regelung gilt auch nicht für reine Männer und reine Frauenparteien. Das heißt also, derjenige, der von vornherein gar keine Frau aufnimmt in seiner Partei, wird an diesem Frauenförderprogramm gar nicht erst beteiligt. Der kann genauso weitermachen wie vorher. Der ist keinen weiteren Bindungen unterworfen. Nur die Partei, die halt auch Frauen aufnimmt, aber vielleicht nicht so viel hat, die muss sich dann trotzdem Gedanken machen, wie sie ihre Liste überhaupt noch voll bekommt. Das heißt also, das kann einem am Schluss passieren, wenn man jetzt eine Wahlversammlung hat und durch einen dummen Zufall vielleicht gerade nur eine Frau da ist, muss die zwingend gewählt werden, sonst kann ich gar nicht mehr Leute aufstellen als mein Spitzenkandidat. Also ein völliger Humbug, reine Ideologie. Selbst der parlamentarische Beratungsdienst des Brandenburgischen Landtags hat gesagt, das, was ihr hier machen wollt, ist offensichtlich verfassungswidrig. Hat es jemand interessiert? Nee. Gut, die Frau Merkel interessiert es ja auch nicht, ob sie die Grenze öffnen darf oder nicht, oder ob das alles rechtmäßig ist, mit Verfassungs- und Unionsrecht vereinbar ist, dass hier jeder ins Land kommt und kommen kann, der will. Ist ja alles völlig in Ordnung. Ja, wir wollen halt diese Bilder nicht. So, gut, dann wird das halt entsprechend gemacht. Also. Ja. Scheint irgendwie Blut zu haben, ne? Genau. So, also da muss man also sagen, da wird es dann wirklich absurd, aber so ein Zeug wird in deutschen Parlamenten ernsthaft beschlossen. Gut, ob es Bestand hat, wird sich zeigen. NPD hat am heutigen Tage dagegen Verfassungsklage erhoben zum Brandenburgischen Verfassungsgericht. Werden wir mal sehen,
was da rauskommt, aber alle ernstzunehmenden Juristen sind sich im Moment eigentlich einig, dass das verfassungsrechtlich unzulässig ist. Aber gerade zum Thema Asyl. Das ist ja in der letzten Zeit so ein bisschen in den Hintergrund getreten. An die ganzen Messerangriffe und so hat man sich ja gewöhnt. Das nimmt man gar nicht mehr richtig wahr. Messerangriff. So. Da sind wir schon so abgestumpft, dass man sich da gar nicht mehr drüber aufregt. Und in Nachrichten heißt es ja, ja, das geht ja alles zurück, die Zahlen. Ist ja alles nicht mehr so schlimm. Sag ich, Moment, was geht da eigentlich zurück? Erst ja, die Zahl derer, die zu uns kommen. Sag ich, ach so. Also es kommen jetzt weniger viel zu uns. Aber es kommen immer noch neue. Also es wird immer noch mehr. Denn die, die da sind, die bleiben ja da. Gut, Seehofer hat es jetzt, glaube ich, geschafft, 11 oder so nochmal irgendwo mit seinem Abkommen zurückzuführen. Ne? Also muss man sagen, okay, wir dürfen also nicht pauschalisieren. Es werden auch welche zurückgeführt, das stimmt. Ebenso im ein- oder zweistelligen Bereich. Wie viele von denen, die dann entsprechend zurückgeführt worden sind, dann letztlich doch wieder einreisen, wird natürlich nicht erfasst. Klar. Das heißt also im Klartext, wir haben hier immer noch ein Riesenproblem. Nur wir haben uns daran gewöhnt, regen uns nicht mehr drüber auf. Trotzdem muss man immer wieder klarstellen, dieses Problem besteht fort und es wäre ohne weiteres abstellbar. Denn das, was die Frau Merkel da gemacht hat, war eben nicht durch verfassungs- oder europäisches Recht geboten. Das war im Gegenteil verboten. Denn nach deutschem Verfassungsrecht genießen sowieso nur politisch Verfolgte Asyl. Wer aber sagt, ich komme aus dem Kriegsgebiet und ich möchte dort weg, was vielleicht menschlich oder irgendwie nachvollziehbar ist, nur der ist halt nicht politisch verfolgt. Das heißt, nach deutschem Verfassungsrecht gibt es doch kein Asyl. Das gibt es auch deshalb nicht, weil derjenige, der aus einem sicheren Drittstaat einreist, also alle Staaten, von denen Deutschland umgeben ist, der bekommt auch kein Asyl. Und selbst nach europäischem Recht, das eben halt auch Leuten Asylrecht zubilligt, die jetzt eben halt im Kriegsgebiet kommen, selbst die können ja kein Asyl beantragen, wenn sie schon aus einem anderen EU-Staat eingereist sind, wo sie schon Asyl hätten beantragen können. Das heißt also, was hier passiert seit 2015, ist grob verfassungswidrig, ist grob europarechtswidrig. Nur es regt sich niemand drüber auf. Deswegen ist es unsere Aufgabe als NPD, das immer wieder, bis es keiner mehr hören kann, immer wieder klarzustellen, diese ganze Asylpolitik der Frau Merkel ist grob europarechtswidrig, verfassungswidrig und sie ist vor allem eins, sie ist volksfeindlich, liebe Freunde. Und das ist für uns in der NPD auch der alleinige Maßstab, den wir haben. Das Bundesverfassungsgericht hat uns ja attestiert, ja, weil wir den ethnischen Volksbegriff, der bis zum Jahr 2000 geltendes Recht war, wieder einführen wollen, seien wir verfassungsfeindlich. Und das habe ich damals schon direkt nach der Verhandlung gesagt. Wenn das so ist, dass derjenige, der sich für das eigene Volk einsetzt, das eigene Volk erhalten möchte, wer sich zum Prinzip der Volksgemeinschaft bekennt, wenn derjenige verfassungsfeindlich sein soll, dann muss ich sagen, dann kann ich damit leben, denn ich bin lieber verfassungsfeindlich, liebe Freunde, als volksfeindlich. Das Verrückte an der Sache ist nur, das Konzept der Volksgemeinschaft kann gar nicht verfassungsfeindlich sein, weil es nämlich selber in der Verfassung steht. Das habe ich auch damals mit Peter Müller gesagt in Karlsruhe, also natürlich geflissentlich drüber hinweggegangen. Wäre peinlich gewesen, wenn man sich damit hätte auseinandersetzen müssen. Nur, in der saarländischen Verfassung steht der Begriff der Volksgemeinschaft ja ausdrücklich drin. Und ein Begriff, der in der Verfassung steht, kann ja schlecht verfassungsfeindlich sein. Das einfach nur mal so, dass man sich's mal im Hinterkopf behalten kann, wenn dieser Vorwurf in der politischen Debatte wieder kommt. Artikel 52 der Verfassung des Saarlandes sagt, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Schlüsselunternehmungen der Wirtschaft dürfen wegen ihrer überragenden Bedeutung für die Wirtschaft des Landes oder ihres Monopolcharakters nicht Gegenstand privaten Eigentums sein und müssen im Interesse der Volksgemeinschaft geführt werden. Das nehmen wir mal zur Kenntnis. Das ist genau das, was die NPD schon immer gesagt hat. Nur wir sind hier verfassungsfeindlich. Also ist die saarländische Verfassung auch verfassungsfeindlich. Also hätte Peter Müller eigentlich, als er hier Ministerpräsident war, sich dann eigentlich selbst verbieten müssen oder so. Aber das, ja. Die
Die saarländische Verfassung hat aber noch einen schönen Artikel, den sich insbesondere mal die ganzen linken Pauker in unseren Schulen zu Gemüte führen sollten. Im Artikel 30 steht nämlich geschrieben, die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe und der Völkerversöhnung, in der Liebe zu Heimat, Volk und Vaterland zu erziehen. Ja, in der Tat. Ja, ja. Ist auch den wenigsten bekannt. Ich glaube, im saarländischen Verfassungsschutz ist es, glaube ich, auch nicht bekannt. Sonst wird er bestimmte Berichte nicht schreiben. Aber beim Verfassungsschutz ist es ja eh so eine Sache. Das haben wir jetzt ja auch wieder gesehen. In anderem Zusammenhang, wo der Verfassungsschutz ja auch schnell Presseerklärungen raushaut, bei wem er alles was prüft und guckt und im Auge hat und so. Nur andere Parteien drehen da am Rad. Die fangen dann an, in den eigenen Reihen schon zu säubern. Alle Leute, die irgendwo Kontakt hatten und verdächtig sind. Ich meine, in Rheinland-Pfalz hat man ja sogar Landtagsabgeordnete aus der Fraktion ausgeschlossen, weil sie Kontakt mit einem Aktivisten hatten, der mal irgendwie mit der NPD, ne, ganz gefährlich, geht natürlich gar nicht. So, und so ein Schwachsinn gibt's in der NPD zum Glück nicht. Die NPD ist in Deutschland, glaube ich, die einzige Partei, die wirklich von sich behaupten kann, dass sie nicht nur Meinungsfreiheit in der Gesellschaft fordert, sondern Meinungsfreiheit eben auch in den eigenen Reihen praktiziert. Und bei uns wird niemand verfolgt, ausgeschlossen, denunziert oder sonst was, weil er mit irgendjemandem Kontakt hat, der vielleicht in der AfD ist oder war oder was auch immer. Das ist uns völlig egal. Udo Vogt hat das damals richtig gesagt, als er den Gedanken der Volksfront von rechts ins Spiel gebracht hat und den Deutschlandpakt mit der DVU gegründet hat und auch die Freien Kameraden eingebunden hat. Er hat gesagt, es interessiert mich nicht, wo jemand herkommt, aus welchem Grüppchen oder aus welcher Kameradschaft oder aus welcher Partei oder ob der sich als links, rechts, oben, unten, hinten, vorne, keine Ahnung einordnet. Mich interessiert nur, ob er bereit ist, mit aller Kraft für das Wohl des deutschen Volkes einzutreten. Und wenn er das will und wenn er sich an unsere Statuten hält, an unser Programm, unsere Satzung hält und die Gesetze beachtet, ist er bei uns willkommen. Ist mir völlig egal, ob der irgendwo als extremistisch oder als sonst wie was eingeordnet wird. Und am allermeisten ist es uns egal, wie der Verfassungsschutz das sieht oder wie der Verfassungsschutz das einordnet oder einzelne Leute hier klassifiziert. Das ist uns schlicht und ergreifend egal. Und deswegen wundert es mich halt auch, dass da sogar eine Bundestagspartei eine eigene Kommission einrichtet, um die eigene Partei jetzt quasi jetzt hier Stasi-mäßig zu durchleuchten, ob irgendwo vielleicht einer was gesagt hat, was der Verfassungsschutz irgendwann dann als Argument gegen sie benutzen könnte. Dann kannst du sagen, so ein Quatsch brauchen wir nicht, weil wir sagen, das Urteil des Verfassungsschutzes ist für uns überhaupt kein Maßstab. Das ist uns völlig egal. Wenn der uns als verfassungsfeindlich ansehen will, soll er das machen. Das juckt uns nicht, weil wir wissen, dass wir politisch das Richtige tun, weil wir auf der Seite unseres Volkes stehen und eben nicht auf der Seite der Herrschenden, die eben unser Volk bei jeder Gelegenheit hier verraten. Das heißt also, hier haben wir ganz klare Unterscheidung und das, denke ich, wird auch der Wähler früher oder später feststellen, dass es also hier nichts bringt, eine Alternative zu wählen, die dann bei jeder sich bietenden Gelegenheit wieder einknickt und ja, eigentlich würde man das ja gern fordern, aber dürfen wir ja nicht, weil sonst stehen wir wieder in irgendeinem Bericht und so. Man muss wirklich schon sagen, dieses politische Bettnässertum wird man in der NPD nicht antreffen, weil wir immer und zu jeder Zeit für Deutschland stets das Wort ergreifen, völlig egal, in welchen Berichten wir nachher vielleicht drinstehen, liebe Freunde. Kommen wir nochmal zurück zum politischen Irrsinn. Da ist ja jetzt wieder die Debatte aufgeflammt mit der Sommerzeit. Sommerzeit ja oder nein, Zeitumstellung, eigentlich ist jeder dagegen. Ich habe noch keinen gefunden, der sagt, Zeitumstellung ist gut. So ähnlich wie auch bei den Grünen, die haben immer tolle Umfragewerte, nur wenn man rumfragt, also keiner hat sie gewählt, aber ne? Oder wird sie wählen. Und so ist bei der Zeitumstellung halt auch. Zu jeder Zeitumstellung, sei in den letzten Jahren, wird immer die Debatte losgetreten, ist sie gut oder schlecht. Man ist sich einig, sie ist schlecht, trotzdem wird sie immer wieder durchgeführt. Jetzt hat die EU ja gesagt, ja, wir stellen das jetzt ab.
gerade die EU, wo bestimmte Leute eh nicht mehr richtig ticken, ausgerechnet, die kommen jetzt mit der Zeit. Also das ist wieder interessant mit der Uhr, aber gut, da ist es eh 5:05, das wissen die Herrschaften auch. Und da versucht man natürlich auch, mit solchen Geschichten dann die Leute nochmal irgendwie ein bisschen für sich zu vereinnahmen. Also die ganze herrschende Klasse jetzt in Brüssel, die weiß ja im Hinblick auf die Umfragen, dass es mit der EVP, mit den Konservativen schwierig wird. Bei den Sozialisten wird es sowieso ganz schwierig. Dann darf man mal gucken, ob die überhaupt noch Fraktionsstärke das nächste Mal zusammenkriegen. Auch die Grünen, die vielleicht in Deutschland noch im Moment relativ gute Werte haben, sind aber europaweit auch nicht so. Das, im Gegenteil, das sind ganz andere Kräfte im Moment am Aufsteigen. Und da kann es durchaus passieren, dass bestimmte Herrschaften, die bisher wie selbstverständlich da durchregiert haben, am Schluss plötzlich gar keine Mehrheit mehr haben. Und das wäre natürlich extrem wünschenswert. Und deswegen versucht man halt jetzt noch mit Zeitumstellung und irgendwelchen Firlefanz dann die Bürger doch noch zu vereinnahmen für das aktuelle europäische Establishment. Nur das wird nicht funktionieren, weil es nämlich in Europa zum Glück noch Politiker gibt, die eben in der Tat nationale Politik betreiben, die das eigene Volk als Maxime ihrer Politik ansehen. Sowas, was in Deutschland ja völlig undenkbar ist im Moment. Aber wenn man mal sieht, Salvini in Italien zum Beispiel, seit der am Ruder ist, im wahrsten Sinne des Wortes, hat die Schlepperindustrie ein Problem. Da ist nämlich plötzlich Schluss mit lustig. So, und der Herr Orban, der hat sich jetzt ja im Europawahlkampf schon sehr kreativ gezeigt, muss ich sagen, wunderbar. Wie auch was für uns. Wer weiß, vielleicht können wir auch noch ein paar schöne Plakatmotive uns ausdenken. Hatten wir ja schon öfter. Aber das war richtig, da hat sich ja der Juncker richtig aufgeregt. Das war richtig herrlich, als der Orban da die Plakataktion gemacht hat und gesagt hat, so, wir reißen hier mal die ganzen Herrschaften, die uns die ganzen Mist hier eingebrockt haben, die reißen wir mal aus ihrer Anonymität und die plakatieren wir jetzt mal im ganzen Land rauf und runter. Und da kann nämlich hier der Herr Juncker und der Herr Soros, die werden hier mal richtig schön nochmal hier ins Bewusstsein gerufen, weil das nämlich die Herrschaften sind, denen wir die ganzen Mist hier zu verdanken haben. Und da hat man sich auch furchtbar aufgeregt, in Brüssel ist es unerträglich, und jetzt müssen wir den aus der EVP schmeißen, die Fidesz-Partei vom Orban und so. Weil der ist jetzt viel zu rechts, der ist jetzt nicht mehr so Schmalspur, konservativ und so, wie man das vielleicht gern hätte, der ist ja richtig. Ne? So. Und deswegen muss er rausgeschmissen werden. Also Orban gesagt, ist mir völlig egal. Ihr könnt mich ruhig rausschmeißen. Gerade Herr Weber von der EVP, der hier wieder als neuer Kommissionspräsident gehandelt wird. Ob ihr mich rausschmeißt, ist mir völlig egal. Ihr seid eh nur nützliche Idioten der Linken. Und da haben sie sich richtig aufgeregt. Aber er hat völlig recht. Und da haben sie aus Brüssel gesagt, er soll bloß diese Plakate abhängen. Das geht ja gar nicht, das wäre Sauerei. Der hat das völlig falsch. Die Union hätte das ja schon längst widerlegt, die ganzen Vorwürfe. Weil er hat gesagt, wissen Sie was, passt mal auf, ihr Leute. Das nächste Plakat ist schon in Arbeit. Und da kommt dann der Vizepräsident der Kommission, der Herr Timmermans, drauf. Und wenn er mich weiter aufregt, mache ich noch mehr Plakate. Er sagt, wunderbar, er sagt, der Orban, ganz hervorragend. So ein Europawahlkampf wünsche ich mir wirklich für ganz Europa, liebe Freunde. Und wir haben ja mit unserem Europaabgeordneten Udo Vogt jetzt in den letzten 5 Jahren doch schon einige Treffer da landen können. Kann ich jetzt hier nicht alles aufzählen, aber wir haben damals den Herrn Schulz verklagt am Europäischen Gericht, weil er da mal eine Besuchergruppe rausgeschmissen hatte. Udo Vogt war auch persönlich mehrfach in Syrien, hat sich dort angeschaut, wie die Lage da vor Ort ist. Hat sich selbst davon überzeugen können, dass da eben nicht überall Krieg herrscht und man da unbedingt weg muss. Dann im Gegenteil, hat selbst von führenden Regierungsvertretern sich selbst nochmal davon überzeugen können, auch gesagt bekommen, dass man dort die ganzen Flüchtlinge, die hier bei uns rumtappen, dass man die aufruft, zurückzukehren. Und eben insbesondere halt dort nochmal anzupacken im Land. Also da, das wollte man natürlich alles auch nicht hören. Im Europäischen Parlament hat Udo Vogt mehrfach da Pressekonferenzen und dergleichen verboten. War natürlich im Prinzip egal. Da sind sie eben nicht im Parlament durchgeführt worden, sondern dann eben halt in Hotels oder an anderen Orten. Also das Maul lassen wir uns noch nicht verbieten. Soweit ist zum Glück noch nicht. Auch nicht in Brüssel. Aber da sind schon einige Marken hier von uns gesetzt worden. Das werden wir natürlich auch weitermachen. Wobei wir selbstverständlich auch anstreben, hier unsere Abgeordnetenzahlen noch auszubauen. Denn ein Abgeordneter ist gut und schön, aber natürlich, wenn man da mehrere hätte,
und dann gegebenenfalls auch bei anderen und neuen Mehrheiten, unter Umständen da auch noch bei neuen Fraktionen andocken könnte, könnte man also hier richtig an Einfluss gewinnen und dann eben auch entsprechend dafür sorgen, dass eben halt hier in Europa endlich wieder Deutsch gesprochen wird, liebe Freunde. Aber neben dem Europawahlkampf haben wir natürlich auch speziell hier jetzt in Saarbrücken und in Völklingen oder im ganzen Saarland jetzt auch demnächst wieder Kommunalwahl. Und da muss man sich auch mal anschauen, was denn da die Parteien, die da von sich behaupten, hier irgendwie so als Alternative in Betracht zu kommen, denn so geleistet haben. Und wenn man sich da mal so umschaut, ist ja da zum Teil, sieht ja da ziemlich mau aus. Also ich kann jetzt von mir nur sprechen von der Regionalversammlung im Saarbrücker Schloss, der ich ja als fraktionsloser Abgeordneter seit 2014 angehöre. Und ich muss sagen, ich habe da, während ich selber regelmäßig Anfragen stelle, denn mehr kann ich nicht machen, eigenes Antragsrecht habe ich nicht. Das heißt doch, das hatte ich mal, habe davon noch einmal Gebrauch gemacht, da ist direkt die Geschäftsordnung geändert worden und plötzlich hatte ich kein Antragsrecht mehr. Ja klar, so viel zum Demokratieverständnis im Saarbrücker Schloss, aber gut, nehmen wir zur Kenntnis, ist halt so. Das heißt also, ich konnte immer nur Anfragen stellen. Die AfD, die ist aber mit zwei Leuten vertreten, hat damit Fraktionsstatus. Die hätte Anträge stellen können, hätte auch Anfragen machen können. Anfragen hat sie, glaube ich, eine oder zwei gemacht. Und Anträge habe ich noch, kann ich mich an keinen erinnern. Mittlerweile sind wir ja sogar so weit, dass bei der Regionalversammlung die AfD teilweise gar nicht mehr anwesend ist. Bei der Haushaltsdebatte war sie da, aber ich glaube vorher und jetzt bei der letzten Sitzung jetzt nochmal weg. Fort. Keine Ahnung. Gut, es fällt nicht auf, weil auch wenn sie da ist, macht sie nichts. Insofern ist also schon eine gewisse Kontinuität vorhanden. Nur, das ist natürlich nicht das, was der Wähler sich als Alternative vorstellt. Am allerblödesten war es aber, als der Fraktionschef der AfD bei den Haushaltsberatungen, die im Dezember immer stattfinden, sich vorne hinstellt und erklärt, ja, also erstmal freut er sich, dass man hier im Schloss ja viel freundlicher zu ihm ist als im Landtag ohne, weil der guckt ihn nur Kenner an. Und im Übrigen soll also jetzt das, was er jetzt an Kritik äußert, niemand persönlich nehmen, das wäre jetzt nicht gegen die Verwaltung persönlich irgendwie gerichtet, sondern nur so allgemein halt, muss man doch halt ein bisschen was zum Haushalt sagen. Also hat ganz hervorragend. Genauso stelle ich mir Alternative vor. Ich habe natürlich dann das Wort ergriffen, habe auch ein paar Worte zum Haushalt gesagt und mich insbesondere mal zu dem Thema geäußert, das eben während der Haushaltsdebatte und auch stark diskutiert worden ist, dass es in Saarbrücken ja kaum noch bezahlbaren Wohnraum gibt. Das stimmt, ist richtig. Ich habe gesagt, nur, warum gibt es den denn nicht? Also ich kann euch sagen, warum es den nicht mehr gibt. Den gibt es deshalb nicht mehr, weil ihr alle möglichen Herrschaften auf dieser Welt einladet, hierher zu kommen, alle Leute das kritisieren, mundtot macht und dann eure eingeladenen Gäste auf Steuerzahlerkosten eben in der Stadt in eigenen Wohnungen unterbringt. Das führt A dazu, dass diese Wohnungen für Deutsche nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie besetzt sind. Und das führt zweitens dazu, dass das Angebot verknappt wird und deswegen natürlich die Preise in die Höhe gehen. Das ist ganz einfach. Deswegen habe ich gesagt, liebe Herrschaften der etablierten Parteien, ihr könnt nicht beides haben. Hier Multikulti, Sozialamt für die ganze Welt einerseits und gleichzeitig bezahlbaren Wohnraum für den deutschen Bürger. Das funktioniert halt nicht. Da gilt der Grundsatz, sozial geht nur national. Dann sind sie natürlich wieder bald ausgeflippt. Früher sind sie oft rausgegangen in der Regionalversammlung. Mittlerweile sind sie so faul, da bleiben sie immer sitzen. Na gut, die haben Angst, dass sie ihre Sitze verlieren. Dann denken sie, bleib mal lieber sitzen, dann kann der Sitz uns in den Abhanden kommen. Ne? Das ist wahrscheinlich der Hintergrund gewesen. So, aber in dieser Sitzung ging der Wahnsinn ja erst richtig los. Und zwar hat der Regionalverbandsdirektor Gillow, SPD, sich hingestellt und hat gesagt, ja, er muss eine ganz tolle Mitteilung noch machen, ein ganz tolles Projekt, über das er die Regionalversammlung informieren muss. Und zwar gibt es jetzt ein deutsch-arabisches Märchenbuch. Ja, gell, ne, das ist doch toll. Ein deutsch-arabisches Märchenbuch. Ja, da können jetzt die Kinder die Märchen auf Deutsch und auf Arabisch lesen. Ne? Das ist doch was. Super. Ne? Ganz toll. Das ist jetzt wahrscheinlich die neue zweisprachige Erziehung. So, ne?
Haben wir noch Spieglein, Spieglein und so. Und drunter irgendwie hier Kauderwelsch, Kauderwelsch, keine Ahnung. So. Aber natürlich versteht sich von selbst, gefördert vom Bundesprogramm Demokratie leben. Zeichen von Demokratie, ne? Klar. Selbstverständlich auch vom Caritasverband Saarbrücken gesponsert, auch klar. Stadt Sulzbach, gut, 101, nicht? Regionalverband sowieso. Das gebe ich mal rum, denn das sollte man sich wirklich mal angeguckt haben. Wofür in unserem Staat Geld da ist, gerade noch, wo es heißt, wir haben keinen zahlbaren Wohnraum. Also anstatt da vielleicht mal Sozialwohnungen einzurichten und die den Leuten vorzubehalten, die auch wirklich Anspruch drauf haben, gibt man jetzt Geld aus für sowas und verkauft das hier noch als tollen Fortschritt in der Bildung. Wie gesagt, ich gebe es mal rum. 90% von der Deutschen, die hätte Recht darauf. Also da fällt einem wirklich nichts mehr ein. Und da habe ich zum Gillo auch gesagt, pass es mal auf, Herr Gillo, Sie stellen sich hier hin und gerade im deutsch-arabischen Märchenbuch, das legen Sie zu einem Zeitpunkt vor, als 3 Tage vorher in Straßburg der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt war. Also Sie stellen sich hier immer hin und beschwören immer die deutsch-französische Freundschaft, was ja völlig richtig ist. Gesagt, nur wenn Sie das machen, wäre es natürlich schön gewesen, wenn Sie gerade nach so einem schweren Anschlag vielleicht mal so viel Anstand besessen hätten, hier eine Gedenkminute durchführen zu lassen für die Opfer dieses Anschlags. Nur ich habe gesagt, ich weiß auch, warum Sie das nicht machen. Weil das nämlich Opfer einer Politik sind, die Sie letztlich selber mitgetragen haben und bis heute mittragen. Deswegen sind Sie mitschuld. Gut, das hat er natürlich dann sich nicht mehr ganz so genau anhören wollen, weil er dann kurzzeitig schnell aufs Klo musste und so, dann war er schnell weg. So, gut, ist halt leider hinterher wiedergekommen. Ich habe gedacht, vielleicht kommt er ja gar nicht mehr, aber ja, war da doch nochmal schnell nochmal da. Ja. Aber da sieht man auch wieder, mit welcher Kaltschnäuzigkeit hier etablierte Politiker über die Opfer hinweggehen, die ihre eigene Politik mit herbeigeführt hat. Aber gut, das weiß jeder, danach kann sich jeder richten und soll nachher keiner sagen, er hätte es nicht gewusst. Und gerade weil dieser politische Irrsinn auf allen Ebenen um sich greift, ist es wichtiger als je zuvor, dass es eben eine nationale Partei gibt, die authentisch ist, die sich den Mund nicht verbieten lässt, die keine Angst vor Verfassungsschutz oder Stigmatisierung oder was auch immer hat, sondern die sich aus Idealisten speist, die eben nicht von der Politik leben wollen, sondern für die Politik. Und das ist das, was uns auszeichnet, weil wir eben im Gegensatz zu den etablierten Politikern eben keine Karrieristen, sondern Idealisten sind. Und das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Das ist auch die Kraft, die wir schöpfen können für unsere politische Arbeit. Denn wir tun das ja letztlich nicht für uns. Wir tun das hier alles für unsere Kinder und unsere Kindeskinder, damit die wirklich auch noch in 10, 20, 30, 40 Jahren in einem deutschen Deutschland leben können. Und das kann man natürlich versuchen. Man kann versuchen, uns hier einzuschüchtern. Man kann uns denunzieren, outen, dass wir einen Arbeitsplatz verlieren, was auch immer. Man kann auch hier mit Parteiverbotsverfahren gegen uns vorgehen. Man kann auch versuchen, uns das Geld zu streichen. Kann man alles machen. Nur letzten Endes sei unseren Feinden ganz klar ins Gesicht gesagt, und damit möchte ich schließen: Deutschland lässt sich nicht verbieten. Dankeschön. Lieber Peter, herzlichen Dank für deinen Vortrag und ich bitte euch alle um Unterstützung, dass Peter Richter auch in der nächsten Regionalversammlung wieder im Saarbrücker Schloss dem Herrn Gillo das Leben schwer machen kann. Und wir werden natürlich auch bemüht sein, gegen den Herrn Gillo einen Kandidaten aufzustellen. Und es freut mich besonders, dass der Ottfried Best aus Völklingen sich bereit erklärt hat, als Stadtverbandsdirektor Regionalverbandsdirektor. Man muss ja immer aufpassen, wie das hier richtig heißt. Das ist immer der Landrat, dann ist es
ein Präsident, jetzt ist der Regionalverbandsdirektor. Aber dieser Herr Gillow braucht einen Gegenkandidat, damit er Angst hat und damit er weiß, dass es nicht mehr so gemütlich wird im Schloss, liebe Freunde. Ich bitte euch um Unterstützung im Wahlkampf, dass wir hier etwas tun können. Lieber Peter, nochmal recht herzlichen Dank.